So, wir hauen jetzt auf jeden Fall hier ab. Ich finde es sehr schade, dass wir das letzte, den letzten Nestrückstand nicht mehr mitnehmen konnten. Aber so ist es offenbar. Hier kriegen wir eine Munition. Wenn mich nicht alles täuscht. Sehr gut. Oh ja, Flintenmunition. Perfekt. Müssen wir alles dann weniger kaufen. So, Bolzen können wir herstellen. Rückstandbolzen, Zedernsetzling. Nestrückstände brauchen wir dafür und Schrott. Wir haben allerdings gerade keinen Zedernsetzling mehr. Okay. So, das Bike ist ja so gut wie Schrott. Wir können es aber reparieren. Ich krieg das hin. Los geht's. Sehr schön. So, was machen wir denn mal als nächstes? Wir müssten doch hier dann einen Schnellreisepunkt freigespielt haben, zumindest später. Was ist denn das hier vorne? Sieht auch interessant aus. So, das ist eine Nebenmission, die wir auch noch machen können. Würde ich dann auch jetzt vorschlagen. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Aber dieser Weg wird uns stehlen. Okay, das war missverständlich ausgedrückt. Ich meine natürlich stehlen. Wie Stahl. Er wird uns hart machen in dieser grausamen Welt. Kann ich nicht auch hier runter? Wohl eher nicht. Aber hier kann ich runter. Und hier kann ich sogar runterrollen. Größtenteils. Das ist schön. Ah, das war mal mein Versuch zu sliden. Ihr Bastard habt also all die Versorgungstrupps in der Nähe überfallen, stimmt's? Ja. Da ist ein Lager. Horse Creek hinter als Camp. Mach das hinter als Camp aus, finde ich. Copelands Camp, 800 Vertrauenspunkte. Ordentlich Punkte und ordentlich Erfahrungspunkte. Und wir kriegen ein Herstellungsrezept. Dann machen wir doch erstmal das. Denn das dürfte hier für die Umwelt auch recht gefährlich sein. Am besten stellen wir das Bike erstmal hier ab. Und gucken uns das Ganze aus nächster Nähe an. You're dead. Alles klar. Direkt so freundlich zur Begrüßung. Na, das ist ja was. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Vierzehn Stück? Scheiße. Okay, den versuchen wir auf jeden Fall hinterhältig auszuschalten. Deswegen warten wir jetzt mal eben ab, bis der wiederkommt. Offenbar bewegt er sich Breakdance-mäßig vorwärts, wenn man diesen Punkt mal anschaut. Da ist er. Huh?
weniger. Wie viele seid ihr noch, hä? Wahrscheinlich zu viele. Der hat ein Scharfschützengewehr. Wow. Durchschlagskraft ist sehr gut. Allerdings haben wir dafür natürlich überhaupt keine Munition, also wahrscheinlich doch nicht so gut. Der nächste. Wie ich ihn sogar runtergeschmissen habe. Molotow sogar. Da ist noch einer, da oben. Und da vorne auch noch. Was ist das? Ihr beschissenen Drecksmörder. Ihr lauert gern Leuten auf, was? Okay, also drei weitere haben wir jetzt auch auf dem Schirm, da müssen wir vorsichtig sein. Und der da hat was gesehen. Doch nicht. Ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht sieht. Das lief gut. Ich nehme das mal. Vor allen Dingen konnten wir ihn schön im, wie heißt es nochmal? Konzentrationsmodus, genau, wir konnten ihm schön im Konzentrationsmodus einen Headshot verpassen. So, da oben ist noch einer, der mich stört. Und da ist noch einer. Ich bin so unvorsichtig, ich blink die hier die ganze Zeit an mit meiner Taschenlampe. Sie müssen auch denken, was ist das denn für ein Idiot? Fällt dir nicht auf, dass dein Kumpel fehlt, sag mal? Offensichtlich wart ihr nicht besonders gut befreundet. Da hinten ist auch noch einer. Und da ist auch noch einer. Mach die scheiß Lampe aus, Mann. Hallo. Hey.
Du, hallo. Hey. Fuck. Fragezeichen. Der war eben skeptisch. Er guckt. Aber Gott sei Dank checkt er es nicht. Wir müssten eigentlich warten, bis dieser komische Scharfschütze wiederkommt. Und da kommt er auch, glaube ich. Oder die. Und wenn sie sich umdreht, dann haben wir sie. Dann haben wir sie. Nämlich jetzt. Verstecken bringt dir gar nichts, du Dreckskerl. Hat er eine Blockflöte auf dem Rücken? Ah ne, das ist ein Stuhlbein. Das sah gerade so aus, ey, wie so eine XXL-Blockflöte. Der da ist blöd. Der steht da richtig blöd. Da ist noch einer. Da unten ist auch noch einer. Das sind Menschen. Fuck. Hat mich tatsächlich entdeckt, weil ich ihn angeblinkt habe. Da habe ich jetzt mal mein Glück ein letztes Mal herausgefordert und es sollte schief gehen. Ja, da sieht man mal, dass es sich echt rächt, wenn man einmal die falsche Taste drückt. Irgendwann bleibst du schon stehen. Ah, der hat sie erwischt. Es sind noch drei. Es sind noch drei. Wow. Hat sich selbst angezündet, glaube ich. Das waren alle. Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, hä? Huh? Hier. Geil. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Dann müssen wir diesen Bunker mal finden, aber erstmal werden wir uns hier gütlich tun. Und Gewalt
Spalt ist das Einzige, das uns jetzt weiterbringt. Wir weichen nicht von ein paar Schlägern zurück. Wenn Nero oder die Ritter oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Die Stärksten überleben. Die Stärksten nehmen. Und die Stärksten werden triumphieren. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Großer Gott, Cope, Gesetz und Ordnung sind längst Vergangenheit. Wovon redest du da? Aber, ja, du hast recht, dass Gewalt das Einzige ist, was zählt. Gewalt und jede Menge Munition. Oh Mann. Der Typ hat sie nicht mehr alle, ganz ehrlich. So, davon haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt kann ich aber hier wieder was herstellen. So. Wo ist denn der Bunker? Er könnte auch da unten sein. Sie haben irgendwo einen Bunker, aber wo haben sie den? Pistolenmunition, yay. Okay, hier ist auch nichts. Da ist er. Durch die Luke. Ach da. Also der letzte Bunker, den wir gefunden haben, das war ganz nützlich, ganz cool. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer eine Schlafmöglichkeit. Und ein Waffenschrank dürfte hier auch sein. Ja, hier ist der Waffenschrank. Hier sehe ich nichts. Eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Yay, Hinterhaltscamp, 1500 Erfahrungspunkte, damit sind wir eine Stufe aufgestiegen. Das Vertrauen bei Copeland steigt, wir kriegen auch wieder mehr Kohle. Entlang aller wichtigen Reiserouten wurden Plünderer Hinterhaltscamp errichtet, ich muss sie ausradieren, sonst werde ich immer wieder auf Scharfschützen, Wäscheleine fallen oder Schlimmeres stoßen. Nach deswegen 14%. Und wir haben etwas freigeschaltet, ein Ausdauercocktail. Was haben wir denn hier? Wie baue ich einen? Okay. So, wir werden jetzt erstmal einen Fähigkeitspunkt vergeben. Wo denn am besten? Wir gucken uns das Ganze mal an. Was war denn hier im Nahkampf los? Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren ist ganz cool. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Ausdauercocktails. Das ist das, was wir jetzt gerade ja gekriegt haben. Erledige kleinere Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf befreien konntest. Auch nicht schlecht. Also automatisch quasi. Aber ich finde, Nahkampfwaffen mit Schrott reparieren finde ich sehr gut. Nahkampfwaffen können jetzt repariert werden. Drücke R2 im Überlebensrad, um eine Nahkampfwaffe mit Schrott zu reparieren. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Stories wollte ich nicht gucken. Hier. Hier ist außerdem ein Nero-Kontrollpunkt. Okay. Ganz in der Nähe. Vielleicht sollten wir uns das dann mal angucken. Und hier haben wir jetzt auch einen Schnellreisepunkt. Sehr gut. Okay. Dampfen wir ab. Das lief sehr gut, muss ich sagen. Also die Kämpfe laufen wirklich gut ab. Kann man nichts sagen. Da kann man echt nichts gegen sagen. Spielt sich wirklich schön von der Hand. Na, ja, die haben sie zur Abschreckung hier hingestellt. So, wo ist jetzt nochmal der Nero-Kontrollpunkt? Direkt hier oben. Da müssen wir aber komischerweise ganz anders fahren, um da überhaupt hochzukommen.
Hier ist das Holzfällerlager, oder nicht? Moment, fahre ich hier einen anderen Weg lang? Hier oben lang? Wahrscheinlich. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, kann ich ja mal diese Mission abwählen hier. Ich will jetzt eigentlich nur erstmal zu diesem Kontrollpunkt. Sicher, dass ich da nicht anders irgendwie hinkomme. Was ist, wenn ich hier hochfahre? Ja, dann kürze ich massiv ab. Intruders will be shot. Keep out. Oh. Okay, das macht jetzt keinen besonders freundlichen Eindruck, wenn mir schon gesagt wird, keep out. Danger. Ah, ein Nero-Signal. Okay. Wo ist es? Kerosin, Bierflasche und Schachtel mit Nägeln. Was ist das? Mikrorekorder. Hm. Wie viele Foren waren das jetzt? Ja, ich weiß. Oder? Da bin ich voll bei dir. Es sind einfach zu viele. Überblick verloren. Hast du mal auf die Liste geschaut? Wo geht die nächste Ladung hin, hä? Rüber zur Iron Butte Ranch. Die haben eine neue Grabungsstelle außerhalb des Ressorts eröffnet. Da waren die reichen Säcke bestimmt glücklich. Was wohl ein Haus am 9. Loch jetzt noch wert ist, seit es an ein Massengrab angrenzt? Ja, ich weiß, oder? Hey, was zum Teufel? Was machen die denn? Oh Mann! Brems! Brems! Ah, nein, wir werden sie erwischen! Nein! Ich schätze mal, ihr Jungs habt es nie zurück zur Frachtliste geschafft, oder? Tja, auch egal. Wo die herkamen, gab's noch viel mehr. Ja, das kam wie gesagt wieder aus dem PS4-Controller. Ich hoffe, dass ihr das jetzt gehört habt. Ich habe ihn direkt ans Mikro gehalten. Ja, ein Nero-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. So, und jetzt werden wir mal in Richtung Heilung gehen. Das Wetter macht mir ganz schön zu schaffen. Tja, also Impfgegner werden jetzt erbost das Spiel abschalten hier. Keep the fuck away. Was ist denn hier noch? Ach du Scheiße. Holy shit, wer war denn hier am Werk? Wo bin ich hier? Seriously, wo bin ich hier? Ach. Das ist ja interessant. Das ist das Lager, was wir eben freigeräumt haben. Das hätte man also auch hier durch betreten können. Das finde ich ja cool. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall, gar keine Frage. Auf jeden Fall war das ein Nero-Injektor, den man sehr, sehr leicht kriegen konnte.
Was für mich natürlich äußerst gut ist. Wie viele haben wir jetzt in diesem Bereich denn eigentlich noch? Nero-Forschungsanlage haben wir eine von vier gefunden. Also es gibt Kontrollpunkte und Forschungsanlagen. Interessant. Und Forschungsanlage heißt wohl gleichzeitig, dass wir da einen Injektor finden. Bei Kontrollpunkten offensichtlich auch. Wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Aber das wird man dann sehen. So. Wir fahren jetzt zu Alvarez. Jetzt aber wirklich. Und offensichtlich kann man in der Spielwelt massiv abkürzen. Weswegen man diese Strecken, die einem das Spiel vorschlägt, nicht unbedingt für bare Münze halten sollte. Denn das sind jetzt nicht die besten Strecken. Autsch. Ich bin froh, dass es Tag ist. So, wir fahren mal hier runter. Wow. Okay, kapiert. Ich schätze mal, dass wir hier unten aber lang können. Straßenräuber, verdammt. Ihr wartet wohl schon auf mich, ha? Huh? Straßenräuber? Wo? Okay, da. Wow. Wo genau bin ich hier gerade? Okay, wir fahren jetzt hier einmal rum. Da war eine Hinweistafel, die wir nicht gelesen haben. Aber das können wir im Laufe des Spiels noch. Da vorne ist auch irgendwas passiert. Haben wir an dem Fragezeichen gesehen. Wow. Nein, das kleine Schild. Ich habe es auf dem Gewissen. So eine Scheiße. Ich bin ein Schildmörder. Was ich den Menschen in diesem Spiel antue, ist egal, aber ich habe dieses Schild umgebracht. Alle Fahrlehrer der Welt werden mich hassen, weil jetzt niemand mehr auf die Kinder Acht geben wird. Oh Gott. Ich muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Ja. Das könntest du auch machen. Du könntest aber auch erstmal Alvarez' Leichnam verbrennen. Und zum größten Teil können wir da jetzt offensichtlich runterrollen. Ja. Sehr schön. Muss ich sie jetzt ernsthaft mit einem Molotow verbrennen? Keine Sorge, Alvarez. Ich überlasse dich nicht den Freaks. Tatsächlich. Ruhe in Frieden. Sie kriegen dich nicht. Sie war eine von uns. 2000 Erfahrungspunkte hat das immerhin gebracht. Jagd auf Leon. 83%, also da müssen wir jetzt wirklich nur noch das Kopfgeld abgeben. Ja, das sagt er mir hier auch schon. Oh, Gespräch. Hörst du mich? Ja, Deke. Ich hab's geregelt. Das mit Alvarez. Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Wollte ich gerade sagen. Das hätte sie. Okay.
Als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns hier auf jeden Fall um dieses infizierte Gebiet hier. Hier sind ja nur noch zwei Nester, die wir räumen müssen. Das ist nicht mehr besonders viel. Wir haben hier viele Freaker gesehen, aber wir sind mittlerweile im Kampf gegen die Freaker auch viel erfahrener als vorher. Deswegen würde ich sagen, tun wir das mal als nächstes. Und erlangen uns so noch mehr Vertrauen bei Coop und seinem Camp. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Schalte beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt Let's Play Days Gone. Und denk natürlich immer daran, I want you for an adventure.